Ja, hallo liebe Freunde der pyrotechnischen Unterhaltung. Ja, nächster Stand. Was darf man jetzt sagen? Pyrotrade. Gleiche Antworten. Pyrotrade hier, gleiche Antworten. Nein, bestimmt andere Antworten, gleiche Fragen, fast gleiche Fragen. Hier neben mir der Wolfgang wieder mal, wie jedes Jahr. Ein netter, sehr netter Gesprächspartner mit sehr vielen Infos. Und ich komme gleich zu meiner ersten Frage. Ich mache es kurz. Neuheiten 2020. Was gibt es da bei euch? Die gleichen wie 2019. Die gleichen? Jawohl. Und neue? Na, haben wir nicht geplant. Naja, auf der Messe. Hat auch einen Grund. Ne? Unterschied zu letztes Jahr zur Messe. Unterschied zum Messen. Ja, die gab es letztes Jahr noch nicht. Die gab es letztes Jahr noch nicht, richtig. Also diese, unsere Vampir, Exorzist und Psycholinie, also quasi die Promotion-Linie für den Preiseinstiegssegment, die hatten wir im Vorjahr noch nicht, zumindest nicht zu Messezeiten. Tatsächlich im Verkauf sind sie dann aber schon gelandet, also die sind Gott sei Dank rechtzeitig gekommen. Wann waren die da? Die waren ja im Herbst eigentlich, ne? so September, Oktober waren die da. Nachdem ihr aber als Röder Feuerwerk immer auf Nummer sicher geht und eigentlich nur verkauft, was da ist, haben wir eigentlich für euch die nicht mehr liefern können oder nur mehr sehr in geringen Umfang liefern können, weil sie einfach für euch quasi dann schon zu spät gekommen sind. Das heißt, eine Option für uns dieses Jahr sozusagen, ja. Ja, es würde mich freuen. Die Rückmeldungen in den sozialen Medien waren gut und zumindest meinen Kunden hat es gefallen und die haben die auch gut verkaufen können. Jawohl, ja, dann erzähl mal ein bisschen was zu den letztjährig-diesjährigen Neuheiten. Was habt ihr denn alles? Wir haben kleine Keks, also fängt an bei 9 Schuss 20 mm, das wäre unsere Zombie-Linie. In drei verschiedenen Ausführungen, Preiseinstiegssegment. Wir hatten das bisher noch nicht, das heißt, preistechnisch hat es bei uns erst eigentlich mit relativ hohen Summen angefangen, was jetzt den Wiederverkauf an den Endkunden betrifft. Das ist hier so die klassische Linie, so wie es halt vom Mitbewerb auch einige gibt, so 3 Euro VK plus minus. Dann gibt es die Psycholinie. Das geht mit 16 Schuss, 20 mm, 25 Schuss und 49 Schuss, 20 mm weiter. Dann gibt es hier unsere Vampire. Die haben alle 25 mm, den Zweier und den Dreier, also einmal 16 Schuss, einmal 25 Schuss. Vom Effekt her, wie ist die Kombination? Bunt. Bunt. Ja. In Farbe und bunt. In Farbe und bunt und Gold. Wir haben darauf verzichtet, Feuerwerksbilder drauf zu machen. Wenn es eine Feuerwerksbatterie ist, wird wahrscheinlich Feuerwerk rauskommen. Die Chancen stehen relativ gut. Was wir nicht machen wollten, wir wollten nicht irgendwelche überdrüber super 27-fach belichteten Fotos drauf tun, wo quasi der ganze Cake auf einmal zu sehen ist in einem Bild. Das bringt meines Erachtens nach nichts. Wir bemühen uns quasi die, nein, oder was ich definitiv mache, ich habe ja auch eine Profilinie. In der Profilinie sind dann tatsächlich die Effekte zu sehen, die auch rauskommen. Und quasi die Preiseinstiegsschiene soll sich hier deutlich auch optisch, was jetzt die Verpackung betrifft, abgrenzen. Dementsprechend ist hier kein Feuerwerk drauf. Ja. Und kein Feuerwerk drin? Ja, nur bei den Dummies, ne? Also okay, alles klar. Hier zum Beispiel, ne? Ja, und von der Effektqualität und von der Größe unterscheiden sie sich schon zur Profilinie? Das war die Ursprungsidee, ja. Ich muss hier gestehen, meine Lieferanten haben hier eigentlich zu gut produziert. Das heißt, die Preis-Leistung ist, naja, es ist schon ein Problem, wenn ich sage, ich habe jetzt die Profilinie und stelle quasi die unter Anführungszeichen Preis-Reinstiegslinie, schieße die nebeneinander und sehe keinen Riesenunterschied. Das ist dann quasi für mich ein wenig ein Problem. Dann kauft jeder quasi nur mehr die günstigeren und keiner mehr die teureren. Das war eigentlich so nicht geplant. Also merken Leute, die günstigen kaufen sind genauso gut. Ist nicht so unrichtig, ja. Ja, ist so, ne? Ich meine, in Zeiten des Internets, in Zeiten der sozialen Medien macht es ja keinen Sinn, wenn ich hier irgendetwas anderes erzähle. Die Leute sind, die meisten zumindest, weder blind noch dumm. Obwohl sie von der Werbung und auch anderen, Politik und so weiter, so verkauft werden. Ja, ist so.
wenn ich hier rüber schaue, ich darf hier einmal ganz kurz auf die Seite greifen. Moment, kleinen Moment. Ja. Dum, 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 dum. Was mich. Obala. So. Also mich die, sehr, die Mädels wären nichts für mich, ne? Das, die sind, ja, das ist eher was für Markus. Was mich sehr positiv überrascht hat, weil wir zum Thema Produktion reden, beziehungsweise Qualität reden, ist quasi die Exorzist 2. Als Großfeuerwerker, von der Seite komme ich ja, habe ich eigentlich keinen Zugang gehabt zu kleineren Kalibern. Zum Beispiel Kaliber 14, wenn mir irgendjemand erzählt hätte vor eineinhalb Jahren, ich produziere mal einen Cake oder auch einen Verbund in Kaliber 14 mm, das hat es bei mir im Mindset sozusagen oder in meinen Gedanken noch nie gegeben. Ich wurde dann eines Besseren belehrt. Ich habe in China etwas gefunden, wo auch aus einem Kaliber 14 mm vernünftige Effekte rauskommen. Die Vorlage, die schon vorhanden war von einem dänischen Kollegen, habe ich ein wenig umgebaut. Die Schusssequenzen quasi schneller gemacht. Feuertopf, Silberglitterfeuertopf dazugefügt. Rausgekommen ist die Exorzist 2. Da sind tatsächlich nur, also die ist nur unter Anführungszeichen so groß, da sind aber 212 Schuss drinnen. Und tatsächlich mit einem sehr, sehr guten Gesamteindruck, ja, das heißt, die brauchen sich definitiv nicht verstecken und sind teilweise, also im Vergleich, kommt fast gleich viel raus wie bei anderen Herstellern bei 20 mm, ist natürlich preislich viel, viel interessanter. Also, hey, kurze Zwischenfrage, das ist jetzt ein Verbundfeuerwerk. Nettomasse hat? 600 Gramm. 600. 212 Schuss zu je 3 Gramm, unglaublich, was da rauskommt. Also ich bin, wie ich das live gesehen habe, schwerstens begeistert, was hier aus diesem kleinen Teil tatsächlich rauskommen kann, wenn der Chinese will. Also gut, okay, das heißt, ihr setzt jetzt aber auch vermehrt auf Verbundfeuerwerk. Haben wir immer schon gemacht. Wir waren ja mehr oder weniger die Ersten, die mit Start von CE das Thema Verbund, wie soll ich es jetzt richtig formulieren, obwohl es da noch gar nicht offiziell gegeben hat, auch gebracht haben. Das waren eben die Anfänge der Cake ABC, Cake CDC im Jahre 2010. In der Zwischenzeit haben wir natürlich viele, viele Neuerungen bekommen. Was im Bereich Verbund Feuerwerk sich noch getan hat, das sind hier drüben sehen wir die Cerberus-Linie. Das sind im Prinzip 144 Schuss 25 mm Batterien, die aus dem Großfeuerwerksbereich kommen. Wir haben eigentlich diese Batterien schon sehr lange im Programm als Festival 1, 2 und 3 in CAT 4 Ausführung, dort mit 150 Schuss 30 mm. Der gleiche Hersteller, der quasi auch diese 30 mm Batterien macht, hat uns hier das Ganze in 25 mm gemacht. Tatsächlich vom Bild oder vom Ergebnis im Himmel sieht man sehr wenig Unterschied. Das heißt im Prinzip, man bekommt eigentlich eine vollwertige CAT 4 Batterie erlaubt in der Kategorie F2. Was ist die Idee dahinter? Warum gibt es hier drei? Warum haben die auch den gleichen Namen? Die gehören mehr oder weniger zusammen. Die Ursprungsüberlegung vor 10 Jahren war, es gibt viele Kunden, die hätten gerne ein 5-Minuten-Feuerwerk, ein 7-, ein 10-Minuten-Feuerwerk. Was mache ich oder was kann ich anbieten, damit nicht immer das Gleiche rauskommt? Wir haben entschieden, wir bauen mehrere 2- oder 2,5-Minuten-Batterien, die man dann untereinander beliebig kombinieren kann. Das wurde im vorigen Jahr umgesetzt. Die Ware ist auch schon hier. Das eine, die 2-Minuten-Batterien sind die Cerberus 1, 2 und 3, jeweils 2 Kilo Cake. Und die vierte quasi dazu ist die Neptun. Auch die kommt eigentlich aus dem Bereich CAT 4, haben wir jetzt da umgebaut auf CAT 2. Das sind 2x2 Kilo Batterien drinnen, die dann quasi in der Schachtel verbleiben können und in Deutschland zumindest dann auch verleitet werden können. In Österreich ist das leider nicht erlaubt. Das heißt, 3x2 Minuten sind 6 plus die Neptun 2. Ich kann damit ein 9 bis 10 Minuten Feuerwerk sehr, sehr abwechslungsreich gestalten, weil man diese
Komponenten unterschiedlich kombinieren kann. Also das ist die Überlegung im Hintergrund. Was mir jetzt dazu einfällt, entschuldige, dass ich dich unterbreche, und zwar gab es letztes Jahr mal Diskussion, bei den Verbundfeuerwerken, dass man die in Zukunft auch als eine einzelne Cake machen kann. Also so praktisch wie beim Großfeuerwerk, eben auch als F2 bis 2 Kilo in einem. Gibt es da Neuigkeiten? Ich bin jetzt mal ganz gespannt. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Das wird europaweit sehr, sehr stark diskutiert von Behörden und von quasi Experten. Ich bin auch in dieser Expertengruppe mit dabei. Mich würde es freuen. Und aus technischer Sicht bin ich auch der Meinung, dass es Sinn macht, einen 2-Kilo-Cake zu machen. Wir haben es ja eh schon. Warum mache ich es nicht vernünftig? Aber das ist ein Politikum. Ich gehe nicht davon aus, dass es im heurigen Jahr eine Lösung gibt dazu. Hat unter anderem damit zu tun, dass aufgrund der ganzen rechtlichen Änderungen und höchstgerichtlichen Entscheidungen des EuGH die ganzen Normen umgebaut werden müssen. Und man diskutiert jetzt auch ein Prüfverfahren für diese Gipsstoppel, hier ein Prüfverfahren einzuführen, was jetzt aber eigentlich bedeuten würde, dass alle bestehenden Zulassungen nicht mehr gültig wären. Und hier ist die gute Frage, wie macht man das jetzt? Im Zeitablauf gibt es eine Übergangsfrist, ja, nein, verfallen alle, muss man alles neu machen. Das ist eine große Diskussion, die braucht noch mehr Zeit. Und wann es hier tatsächlich zu einer Entscheidung kommt, ist komplett nicht abzusehen. Ich gehe mal davon aus, aufgrund der ganzen Fristen, die einzuhalten sind, wird es im heurigen Jahr zu keiner Änderung kommen. Okay, wenn wir schon bei Normung sind, was ist mit den 75 Gramm Raketen für Deutschland? Ja, wir haben sie, ne? Ja. Wir haben sie, wir dürfen sie auch verwenden. Ich darf sie auch in Deutschland verkaufen, gibt kein Problem. Okay, schauen wir mal, was sich da daraus ergibt. Sollen wir das jetzt so stehen lassen? Wir lassen es mal so stehen. Wir lassen das so stehen. Ja, vielleicht noch ein kurzes Kommentar dazu. Also meine Aussagen stimmen zu 100%. Wie gesagt, ihr dürft sie auch verkaufen, ist alles kein Problem. Vielleicht gibt es ein paar rechtliche Voraussetzungen dafür, aber das lassen wir jetzt so stehen. Ne? Ja, da müssen wir uns wohl dran halten. Weiteres großes Problem letztes Jahr, Lagergruppenzuordnung. Gab es da bei euch Probleme? Wie steht ihr dazu in Zukunft auch? Weil es ja immer länger dauert, bis man da so eine Lagergruppenzuordnung kriegt. Ja, das macht, glaube ich, keinen Spaß für niemanden. Darf ich mich hier der Stimme enthalten, sonst müsste ich... Nein, du darfst schimpfen. Nein, wir sind Österreicher, wir schimpfen sowieso gern. Na, wir jammern auch gerne. Da darfst du jammern. Ich würde sagen, wir halten uns an die Fakten. In Deutschland wird alles gerne normiert und doppelt und dreifach und vierfach. Mir konnte jetzt eigentlich noch niemand sagen, was der Unterschied von einer Lagergruppenzuordnung zu einer Transport- oder Gefahrgutzuordnung im Transport, was hier der Unterschied sein sollte. Warum ist jetzt da ein Gefahrgut, also ein Explosivstoff im konkreten Fall, wenn er irgendwo liegt, anders gefährlich, als er transportiert werden würde. Ja. Also man muss also zumindest bei uns in Deutschland, muss man dazu wissen, ist die Lagerung eigentlich strenger geregelt als der Transport. Also Transport auf dem LKW darf ich mehr als so bei uns im Lager. Das ist immer ein bisschen schwieriger. Das ist jetzt mengenabhängig. Was du meinst, ist mengenabhängig, aber was ich meine, ist an und für sich die Zuordnung in die Unterklassen der Kategorie 1. Ja, das heißt, es gibt ja im Prinzip 1, 1, 1, 1, 2 etc. bis ich glaube 1, 6 ist das höchste. Und das hat im Prinzip zu tun oder soll eine Aussage treffen über das Verhalten im Störfall. Das heißt, wenn es zu einem Störfall kommt, zu einem Unfall kommt, wie wird sich denn der Artikel verhalten? Und das ist im Prinzip die Information für die Rettungskräfte. Das heißt, wenn ich da jetzt da ein Zeichen sehe oder irgendwo weiß, in diesem Gebäude ist das und das gelagert, womit kann ich denn als Rettungshelfer oder als Rettungskraft, Feuerwehrmann, Rettungsmann etc., womit kann ich rechnen, wie muss meine persönliche Schutzausrüstung aussehen, um hier für mein eigenes Leben und mein eigenes Leben nicht zu sehr in Gefahr bringen. So, und da gibt es jetzt da im Prinzip die unterschiedlichsten Ausführungen. Dazu gibt es von der UN, also der Vereinten Nationen, einen sogenannten Blue Guide. In der Testserie 6 wird festgelegt, wie kann ich denn meine
meine Ware, also dieses Teil hier, entsprechend testen, um herauszufinden, was macht es denn? Ja, da gibt es verschiedenste Testverfahren, Test 6a, 6b, 6c. 6c ist im Prinzip ein sogenannter Lagerfeuertest, wo das Produkt mehr oder weniger geröstet wird und geschaut haben, was passiert, wenn dem Produkt Feuer unter dem Hintern gemacht wird. So, und das ist jetzt im Prinzip eigentlich das, was wir hier in Deutschland, in Holland, in Europa die größten Diskussionen ausübt, ja, weil es gibt nämlich hier eine Unklarheit in der Unterscheidung zwischen der Unterklasse 1.3 und 1.4, die hier nicht so genau geregelt ist. Und hier gibt es auch 150.000 verschiedene Meinungen. Die Europäer haben sich gedacht, sie regeln das im ADR. Und im ADR wurde dann eingeführt quasi der Verweis einerseits auf die Testverfahren und andererseits wurde eine sogenannte Default-Liste eingeführt. Das heißt, die Default-Liste besagt nichts anderes. Also das Feuerwerk muss wissen, wenn es produziert wird, nämlich nur mit einem gewissen Prozentsatz an Blitzknallsatz, das ist ja das Riesenthema hier, um das es geht, dann das eine ist gut und das andere ist böse. Ja, also da ist der Grenzsatz 5%. 5,1% heißt böse, weil 1,3. 4,9 ist gut. 1,4 darf somit auch überall gelagert werden, etc. etc. Eines möchte ich noch dazu sagen, was eben quasi hier nicht gut geregelt ist in diesem Blue Guide der UN, ist diese Unterscheidungsfindung zwischen, wann ist das jetzt 1.3, wann ist das jetzt 1.4. Hier wird vorher wird immer auf Energieniveau, von einem Energieniveau der Wurfstücke gesprochen. Das heißt nichts anderes, ich werfe dieses Teil, das hat ein gewisses Gewicht und eine gewisse Geschwindigkeit, ergibt eine gewisse Energie in Joule gerechnet, dass dieses Teil hat. Warum ist das wichtig? Also einerseits Joule, 20 Joule ist hier der Grenzwert und 2000 Kelvin an Wärmestrahlung in einem Abstand von 4 Meter. Wichtig ist es aufgrund der persönlichen Schutzausrüstung der Rettungskräfte. Die sind ausgelegt, wenn die von irgendeinem Teil getroffen werden, das weniger als die Energie von 20 Joule hat, dass die Kleidung, diese Schutzausrüstung hält, standhält. Deswegen quasi dieses 20 Joule Kriterium. Das kommt aus der Rettung, ja. Und auf einmal, wenn es das ist dabei bei der Unterscheidung 1.2, 1.3. Aber auf einmal bei 1.3 und 1.4 gibt es dieses Kriterium nicht mehr. Das steht nicht mehr drinnen, sondern es wird nur darauf abgestellt, dass etwas mehr oder weniger als 15 Meter weit fliegt. So. Das heißt, hier steht nichts drinnen auf Anteil Blitzknallsatz, diese 5% mehr oder weniger, steht nirgends drinnen. Es steht nirgends drinnen, dass die Rakete nur 20 Gramm haben darf, steht auch nirgends drinnen. Es wird auf diese 15 Meter abgespielt, ja? Abgestellt. Kleiner Nebenschauplatz. Eine Rakete ist nur dann eine Rakete per Definition in den Normen, wenn sie höher steigt als 20 Meter. Das heißt, per Definition in den CE-Normen muss jede Rakete höher als 20 Meter fliegen, wäre aber anhand der ADR-Bestimmungen somit 1.3 und dürfte in Deutschland nicht mehr verkauft werden. Egal, ob sie jetzt 20 Gramm hat oder keine 20 Gramm. Ja, aber die Rakete ist ja praktisch ein Karton drin. Ja, das ist ja vollkommen egal. Das ist ja der Rakete egal. Weil, naja, aber selbst die Artikel selber haben ja keinen ADR. Die haben ja immer in der Verpackung. Vollkommen die Verpackung egal, hat das eigentlich. Der Test, wo das jetzt quasi herausgefunden wird oder wo man herausfinden kann, wie verhält sich denn diese Rakete im Störfall, ist eben quasi dieser 6C-Test, UN-6C-Test, das ist dieser Bonfire- oder Lagerfeuertest. Das heißt, ich stelle eine gewisse Menge zum Beispiel Raketen in ihrer Gefahrgutverpackung, also in den braunen Karton, auf den Gitterrost drauf, heizt das an. So, wir haben das in viele, viele, viele Tests selber durchgeführt, in Europa, mit der BAM, in Asien etc. Wir haben 20, 30 Tests gemacht mit unterschiedlichsten Artikeln, unter anderem auch mit normalen 20 Gramm Raketen. So, was ist passiert? Irgendwann einmal brennt diese Verpackung auf, irgendwann brennt der Blister auf, die Rakete startet. Hat jetzt aber quasi keinen Widerstand mehr, weil es den Karton nicht mehr gibt. Ja, und wie weit fliegt sie? So weit, wie sie fliegen soll. Nämlich mindestens 20 Meter weit, ja. So, somit wäre sie laut ADR und 6C-Test
zwingend einzustufen als 1.3G. Aber es gibt ja eine intelligente Default-List, die sagt, die Rakete weiß, sobald sie anhand Default klassifiziert wird, sie darf nicht mehr als wie 15 Meter fliegen und somit passt alles. War jetzt ein kleiner Scherz, ist meines Erachtens nach ein vollkommener Humbug, der irgendwann einmal sich irgendjemand das ausgedacht hat, noch viel schlimmer. Und das geht jetzt 1:1 zum Thema in die Lagergruppenzuordnungen, trifft es bei den Cakes. Kleines Beispiel, das hier ist quasi ein 25 Schuss, 25 mm Batterie. So, der Test schaut wieder gleich aus, dieser ON6C-Test, ich stelle das Teil auf den Rost, zünde es an. Was passiert? Irgendwann einmal verbrennt die Verpackung und die Batterie fängt an zu schießen. So, und egal, was ich jetzt hier rein tue, ob ich jetzt einen Wasserfall rein tue oder einen Salutbombette, diese wird ihre Höhe fliegen. Und das gilt, und die ist bei einem 20 mm, bei 25, bei 30 mm immer höher oder weiter als 15 Meter. Und somit müsste jeder Feuerwerksartikel in Deutschland, in Europa etc., der eine Bombette drinnen hat, vollkommen unabhängig vom Blitzknallsatz oder vom Zerlegungssatz als 1.3 eingestuft werden, würde man dem UN Blue Guide folgen. Aber auch nur aus dem Grund, weil irgendwo irgendwer reingeschrieben hat auf Englisch und da steht die Formulierung Fiery Projection, das heißt feurige oder flammende Wurf oder Auswurf im Prinzip, Projection, also irgendetwas, das Feuer hat, wird irgendwo hingeworfen, ja. Und aus dieser Formulierung hat man in Deutschland zumindest bei der BAM abgeleitet, hoppala, was auch immer es ist, auch wenn es selbst angetrieben ist, wie die Rakete oder wie die Bombette, darf nicht weiter als wie 15 Meter fliegen, weil sonst ist es böse. Das hier auf das Energieniveau überhaupt, also diese 20 Joule, über die wir vorher gesprochen haben, dass überhaupt keine Rücksicht genommen wird, ist technisch, physikalisch schlicht und ergreifend falsch. So, darüber diskutiert aber keiner, ja? Und jetzt gibt es das Thema Lagergruppenzuordnung. Was wird gemacht? Der Gesetzgeber hat den deutschen Mitbürgern auferlegt, möchte man Feuerwerk verkaufen oder lagern oder sonstiges, muss zwingend eine Lagergruppenzuordnung gemacht werden. Zuständig für die Erteilung der Lagergruppenzuordnungen ist die BAM, die Bundesanstalt für Materialforschung. Jeder Importeur muss dort quasi entsprechende Anträge abgeben. Nach welchen Kriterien, in welcher Zeit die Anträge bearbeitet werden, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich im Frühjahr 2018 Anträge persönlich abgegeben habe beim Chef der entsprechenden Abteilung. Manche davon wurden im Sommer 2019 beantwortet. Auf einen guten Teil warte ich noch immer auf die Antwort. Mehr möchte ich eigentlich dazu nicht sagen, aber es wäre einfach schön oder ich würde mir vorstellen, wenn eine Regierung oder wenn Gesetze erlassen wären, dass die entsprechenden Leute, die das erlassen, auch dafür Sorge tragen, dass es umsetzbar ist. Wir haben kein Problem, das zu machen, weil es vorgeschrieben ist, ist eine Rechtsvorschrift, technisch, physikalisch, wissenschaftlich gesehen macht es überhaupt keinen Sinn, weil es, wonach wird es beurteilt? Anhand der technischen Unterlagen, die ich beibringe, da steht drinnen, was drinnen steht und anhand dieser Unterlagen wird entschieden. In Wirklichkeit schaut sich die Behörde, oder ich weiß nicht, ob die BAM eine Behörde ist, aber auf alle Fälle, der tatsächliche Artikel wird nie angeschaut. Auch diese Unterscheidungen, ist es jetzt da tatsächlich gefährlich oder nicht, also quasi wie weit fliegt es, was macht es, was tut es, wenn es tatsächlich was passiert, wird nicht angeschaut. Blockiert wird dieses Thema eigentlich von Holland. Die haben hier eine andere Ansicht zu diesem ganzen Thema. Die sagen, okay, es muss alles in den Käfig, womit sie rein wieder physikalisch Recht haben, ja. Wenn ich es jetzt in einen Käfig rein tue, dann fliegt nichts herum, dann brauche ich darüber nicht diskutieren. Ja. Ja. So, aber konsequenterweise müsste ich das dann für alle Artikel machen, die entweder selbst angetrieben sind, Raketen, oder auch für jeden Effekt, den ich irgendwo hier rein tue. Weil, wie gesagt, der Feuerwerksartikel weiß nicht, ob er jetzt 15 Meter fliegen darf oder nicht. Der fliegt so weit, wie er kann, wie er halt, und ob jetzt da eine Zerlegungsladung drinnen ist oder nicht.
ist für die Steighöhe oder für die Flughöhe komplett irrelevant. Ja, ja gut, also, das mit der Prüfung und dass jeder Produkt getestet wird, das hatten wir ja schon bei der BAM. Mit der BAM-ID. Ja, aber das wollte man nicht mehr, das wurde ja abgeschafft. So, jetzt haben wir noch die Lagergruppenzuordnung. Nein, im Prinzip das auch. Das eine hatte mit der anderen überhaupt nichts zu tun. Ne? Nee, weil du vorhin angesprochen hast. Die BAM-ID ist ja genauso nur eine Entscheidung aufgrund der Papierunterlagen. Zum Schluss, ja. Aber anfangs wurde jeder Artikel getestet. Was ist Anfang? Vor der Öffnung waren es vor 2010. 2009, 2010, als die neue Norming kamen. Da hat es mich noch nicht gegeben. Ja, genau. Wurde jeder geprüft und getestet. Ja, das hatte man schon. Ja, irgendwann wollte man es nicht mehr. Ja, dann hatten die nur noch Hand von Unterlagen und dann irgendwann wurde es ja ganz abgeschafft. Weil es hieß, es ist im Prinzip ein Handelshemmnis. Richtig. Und was jetzt ja letztendlich mit der Lagergruppenzuordnung auch ist. Ja, und da wären wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Es bestehen ja schon einige drauf, zu sagen, hey, wenn es nicht besser wird, dann müssen wir dagegen klagen und es auch abschaffen, weil es einfach nicht rechtens ist innerhalb der EU. Ich würde sagen, es ist europarechtswidrig, das traue ich mich jetzt einmal zu sagen, und macht auch technisch überhaupt keinen Sinn. Also es gibt, glaube ich, man sollte, wenn man es vernünftiger machen möchte, sollte man die Gefährdungsevaluierung noch einmal durchdenken. Diese Default-Liste wurde irgendwann im Jahre Schnee gemacht, also ich entweder vor 2000 oder kurz nach 2000. Es wäre mal sinnvoll, die Vorgangsweise bei der Gefahrgutklassifizierung risikoadäquat zu machen. Das heißt, auf dieses 20-Schul-Kriterium auch zurückzugehen, weil das ist es ja im Prinzip, das eigentlich die Gefährdung beschreibt. Ja, ist Physik, ne? Also über Physik brauche ich nicht. Ja, aber da müssen wir halt aufpassen, ja, weil das sonst heißt am Ende, ja, pass auf, dann packt da doch jede Batterie in den Käfig, dann brauchen wir darüber auch nichts mehr diskutieren. Und dann haben wir ein Problem, weil das wäre dann zu teuer. Ich brauche über das Thema Sicherheit brauche ich nicht über den Preis diskutieren oder über irgendetwas, was leichter geht oder sonstiges geht. Entweder habe ich ein vorgeschriebenes Maß an Schutz, an Sicherheit, dann ist das umzusetzen. Aber man sollte nicht mit zweierlei Maß messen, sondern sich eher auf die Physik tatsächlich beschreiben. Und wenn ich als Staat oder ja im Prinzip als Staat oder als Gesetzgeber eine gewisse Personengruppe schützen möchte, und das sind die Rettungskräfte, dann sollte ich es auch tatsächlich nach physikalischen Maßstäben tatsächlich machen. Ob das jetzt heißt, ich muss alles in den Käfig packen oder nicht, ist eigentlich irrelevant. Entweder schütze ich sie oder nicht. Und wenn, dann bitte richtig. Und das hat definitiv nichts damit zu tun, ob ich jetzt da 0%, 3%, 4%, 6%, 7%, 8% Blitzknallsatz drinnen habe. Nee, im Prinzip werden wir eigentlich soweit durch mit meinen Fragen oder unseren Fragen. Es war sehr informativ wieder, ein sehr langes Gespräch. Du hast sehr weit ausgeholt, aber es ist immer interessant, ja, um über sowas mal zu sprechen auch, vor allem in der heutigen Zeit. Es wird ja eigentlich nicht darüber gesprochen. Es heißt, um Gottes Willen, ich brauche eine Lagergruppenzuordnung. Um Gottes Willen, ich brauche dieses oder jenes. Ja, ist ja kein Problem. Oder um Gottes Willen, ich muss jetzt einen Käfig machen. Ja, auch kein Problem. Aber wenn dann alle und nicht nur ein paar nicht, ja, nicht nur die ausländischen Importeure und die Deutschen nicht, wenn dann bitte gleiches Recht. Gleichbehandlung praktisch, ja, von allen. Ist ja kein Problem. Ne? Ich bedanke mich bei dir wieder für das sehr ausführliche Gespräch. Gerne. Und ja, wir schauen mal, was wir noch so finden hier. Ne? Ja, alles klar. Ich hoffe, ihr findet nicht nur hier was, sondern wir finden auch, und auch die Zuschauer finden bald was von unseren Neuheiten in euren Shop. Ja, das war ein Wort zum Sonntag. Alles klar, danke vielen Dank. Alles Gute.